Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ja, in der letzten Folge haben wir, je nachdem, wann ich diesen Part hochlade, den letzten Boss erledigt. Also, ja, wir haben schon das Ende gesehen. Wir wissen, wie das Spiel ausgeht. Ich werde nichts verraten, falls dieser Part davor erscheint, aber mal gucken. Ja, wir befinden uns wieder in Kapitel, ich weiß gar nicht, 11 oder so, ne? Ich habe ein bisschen trainiert, Brüder auf ewig, das ist Kapitel 11, glaube ich, weiß nicht. Ich habe ein bisschen bis Level 75 trainiert und einige Vorkehrungen getroffen für den bevorstehenden Kampf. Und zwar habe ich erstmal von jedem alle Sachen hier weggerüstet, vielleicht hilft das ja. Und ich habe ja nicht Zugriff auf meine anderen Partymitglieder, deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd. Aber egal, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die Spirios Beißer ausgerüstet. Wirkt die Chance, den Träger wiederzubeleben. Und Umkehrpuppen. Ganz viele Umkehrpuppen habe ich mir geholt. Weil die werde ich brauchen. Ja. Ich habe schon mal so einen Testrun gemacht in diesem Kampf. Und das lief eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen, ja. Versuchen wir dieses Mal, ob ich diesen Kampf schaffe. Ich glaube, ich hatte gute Chancen. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Und gucken, was passiert ist, wenn wir den Kampf gewinnen würden. Wir gucken uns jetzt natürlich die ganze Szene nochmal an. Luca, as you came. Ja. What's that? What you see there is a soul bridge. Beastly just entered the land of Canaan. Don't tell me he used Al. No, she's his weapon against Kronos. I'm guessing that Rideau unfortunately got the honor. Damn. Beastly never saw Rideau and I as anything more than tools for creating the bridge. That's just the sort of man he is. Fällt gerade auf. Habe ich überhaupt ein Gericht ausgerüstet? Verdammt. Gibt es keine andere Möglichkeit, Julius? No. Unless one of us dies, the land of Canaan will forever remain out of our reach. Such is the fate of the Scions of Kresnik. Don't feel too badly for me. His transformation has progressed that far? I'm a dead man no matter what. At least this way, my death will mean something to someone. Use my life. Let me be your path to the land of Canaan. Es muss eine Möglichkeit geben, die wir übersehen haben. Yeah, totally. Come on, we've made it through worse. We'll find a way. I'm afraid there's no time. Es muss noch einen Weg geben. Muss es einfach. You know everything, Rowan. There's gotta be a way. I'm sorry, Miss Elise. Don't just float there, Muse. Use your powers to fix this. Ich kann die Lust nicht sterben lassen. Ich kann es einfach nicht. Let me go. It's for the best. If you don't kill me now, they'll just have to sacrifice you to get there. Hey, listen to your big brother, Luger. It's what he wants. It's not that simple. I know that. But what else can we possibly do? Nein, einfach nein. Now you lose your nerve? Yeah. Have you forgotten? Nein, ich will einfach nur wissen, was passiert. You destroyed to get here. Verdammt, ich hab nein gesagt. Luger. Will that be your final decision here? Ich kann es nicht tun. Then you'd better go home, Luca.
just don't have the stomach for this. Warum ist das alles so deprimierend? That's what I love about. I'm sorry. But it looks like I will have to trouble you after all. Understood. Allow me. Gaius! Halt, bitte hört auf. Ich kann auch gar nichts mehr jetzt ändern, oder? It has to be this way. For the sake of this world, we must reach the land of Canaan. Dann werde ich Julius eben selbst beschützen. Luger. Oh Mann, jetzt geht's los. Wait. Luger, stop. Ah. What? Jetzt redet er wieder durch. Ich habe keine Ahnung. Damn it. This is truly your decision. Und jetzt geht's los. Mal, ob ich den Kampf jetzt schaffe. Calm down. You have to listen to us. You have to stop. Do you know what you're doing? Ja, ich krieg wieder aufs Maul wie blöde. Deswegen mal stehen hier. Please calm yourself. You must listen to reason. It can't be like this. Ready yourselves. So, jetzt muss ich aufpassen. Die können alle ihre Mystikarts, glaube ich, reinhauen. Deswegen. So, wen habe ich denn als erstes kaputt? Weiß ich nicht. Mila vielleicht? Boah, da war knapp. Das wird schon irgendwie klappen. Oh Mann. Ich habe schon erwähnt, dass das ganz schön schwer wird. Aua. So, jetzt zu meinem nächsten Trick. Alles Teiler. Weil damit kann ich wenigstens ein bisschen überleben. So, Umkehrpuppe. Jetzt muss ich andauernd hier darauf achten, eine neue zu aktivieren. Und nur so schaffe ich das auch, dann zu überleben. Oh Mann, weil ja, ich krieg so richtig aufs Maul, ja. Das ist nicht gut. Umkehrpuppe. Muss ich wieder eine ausrüsten? Ja, das wird jetzt so ein Trend sein, ja. Solange mir die Umkehrpuppen nicht ausgehen, geht's mir gut. Aber bis jetzt geht's mir schlecht. Da, guckt euch das an. Umkehrpuppe. Ich kann gar nichts machen. Er ist noch nicht mal geschummelt oder irgendwie sowas. So, jetzt lass mich mal hier was machen. Soll ich in alles Teller, müsste ich ja eigentlich ein bisschen was aushalten. So viel dazu. So. Ich muss jedes Mal Chromatis einsetzen, wie blöd. So wie jetzt. Wenn ich überhaupt eine Chance habe gegen die. So, du wirst nicht deine Dingens einsetzen. Und du auch nicht. Ich bin echt gespannt, was passiert, wenn wir die erledigen. So, Mila haben wir erledigt. Yay. Da kommt direkt der nächste. Ist überhaupt schon mal so weit gekommen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt einfach flinke Umrundung ein.
Wir sind schon wieder im Pink Umrundung ein. Schwäche gegen Feuer. Ist überhaupt nicht gut, wenn ich gerade irgendwie. Einzige, was ich machen könnte, ist wieder auf den Chromatis warten. Ich kann wieder gar nichts machen, weil ich voll zerstört werde von denen. Mann! Ich darf auch nicht meine Waffe wechseln, weil die kann mich ja auch wieder beleben. Guck euch das an, ey. Ich muss einfach auf meinen Komats hier warten. Und du mich auch. Zack. So. Du kannst sie nicht einsetzen, wenn ich im Dings bin, ne? Ist er tot? Nein. Ich kriege noch Jude. Spirit Spicer, jawohl, jetzt habe ich keine Dings verbraucht. Keine Umkehrpuppe. Meine Güte. Mann, ich krieg die paar AP von ihnen nicht. Jetzt hat er sich irgendwie geil. Super. Ich gehe auf jemand anderen los, ey. Mein Jude lohnt sich das nicht. Ich werde die ganze Zeit ab. Er wird irgendein Status gerade ab. Ich weiß nicht, was. Ich weiß ja nicht, was für ein Element meine Spirit Spicer sind. Der Kampf ist auf jeden Fall machbar. Ist eigentlich. Vor allem, wenn ich die ganze Zeit im Komatus bin. So, dann haben wir jetzt Shoot endlich mal platt. Alles Teller wird natürlich meinen Schaden voll reduziert, was ich voll shit finde. Er setzt seine heilende Etüde ein, um Jude wieder zu ein. Den möchte ich jetzt. Der wird die ganze Zeit geil von irgendjemanden. Weil auch mit dem Mist. Ich glaube, ich soll Groan auch mal erledigen. Ich glaube, der hält den. Nein, Jude, du bist gleich tot. Mach keinen Mist. Nein. Jawohl. Ich meine, scheiße. Scheiße. Ich meine, verdammt. Ich sollte mich nicht darüber freuen, dass ich meine Kollegen hier kaputt hau. Und kaputt. Jetzt muss ich auch leider auf Elise gleich losgehen. Leck mich. Du wirst nicht zaubern. Oh. Das ist so. Aha. Warum ist das so schwer? Vor allem ist er eigentlich nicht so schwer, nur die hauen einen hier und so Kombos weg hier die ganze Zeit. Aha. Also solange ich mal im Chromatis bin, ist das eigentlich kein Problem. Oh, das war knapp. Mein Gott, jetzt sind ja drei Stück im Overlimit. Willst du mich auf den Arm nehmen? Jetzt bin ich mit Komatus. Was sagt er dazu? Scheiß mal auf euren Overlimit. Da sieht man mal, wie überpowered der Komatus-Zustand ist, ne? Jawohl, der ist kaputt. Und voll offscreen verreckt. Denn er hat zum Fuck bekommen. Na klar. Okay. Oh. Umkehrpuppe. Das klappt echt sogar, ey. Mal schnell neu ausrüsten und dann geht's eigentlich. Warum wehrt sie denn jetzt auch wieder irgendwas ab? Warum wehrt hier jeder irgendwas ab?
Zum Glück tut oh, sehr gut. Luftkampf, okay. Klappt auf jeden Fall. Und Komatos. Wutsch. Die ist kaputt. Wer ist der nächste? Elvin, Jose, Jure. You know there's no going back. Na. Oh, Elvin, du hast auch jetzt verdammt wenig. Komm mal her. Bin ich aber echt gespannt, was dann passiert, wenn wir die erledigt haben. Ja, das bringt's nicht so. Oh Mann. Beherrschen die eigentlich auch alle Attacken, die ich habe? Oh, Elise, tut mir leid. Aber du bist anfällig gegen meine Schwerter, okay. Tut mir leid, aber ich glaube, du musst als nächstes dran glauben. Einfach knapp. Oder du, Muse. Ja, aber als letzter wird Gaius übrig bleiben, ne? Hat sich gelohnt, die ganzen hier einzusetzen. Von die waren voll billig. Die hätte ich eigentlich auch für den letzten Kampf und so benutzen können, aber dann hätte ich die ganze Zeit alle ausrüsten müssen damit. Wäre mir ein bisschen zu blöd gewesen. Wow, er geht auf Dings los, verdammt. Jetzt gehen wir langsam die Dinger aus, also muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, wir gehen gerade auf alle los, irgendwie. Hab ich ihn verwirrt oder was? Ja, ne, ich mach mal gleich wie bei Leia. Bin ich verwirrt, oder? Lass mich, nein! Ich werde mich noch im Chromatus verwandeln, ganz schnell. Umkehrpuppe, jetzt habe ich noch. Jetzt wird er aber langsam knapp. Das ist der falsche. Oh Mann. Danach kommt aber keine Verstärkung mehr. Sehr gut. Wir sehen Elise. Oh Mann. Tut mir leid, Elise. Das wollte ich nicht. Auch wenn ich es irgendwie wollte. Ja, ich nehme an, das Spiel ist dann danach zu Ende, ne? Mit, keine Ahnung, schlechtes Ending oder irgendwie sowas, ne? Spiro Spicer, sehr gut. Er ist keine Umkehrpuppe verballert. Okay. Epic Standoff of the Heroes. Wow, ich im verwirrten Zustand hau irgendwie besser rein als ich im echten Zustand. Hauptsache, er wechselt nicht die Waffe. So, gleich wieder im Komatus. Was sagt er dazu? Mal her. Das ließ ja noch bis zum Ende aushält, ey. Er ist ein ewiger Walzer, der war doch gut. Falls dieser Part hier vor dem letzten kommt, dann hab keine Ahnung, was ich laber, aber naja. Verdammt. Tut mir leid, Elise. Ich mach das nur weil, weiß ich nicht. Mein Bruder beschützen will. Meine Güte, ey. Bin ich schon wieder verwehrt? Nee. Ah. Oh, ich brauche TP, sehe ich gerade. Boah, Hilfe! Wer ist das? Hier. Ah. Hab ich jetzt eigentlich eine Dings ausgerüstet? Ja.
Und der Kampf ist schwieriger als der letzte Kampf. Ganz ehrlich. Oh Mann. Es wäre jetzt richtig geil, wenn ich jetzt noch verrecken würde. Euch. Wie liege ich denn da? Ich muss ja eigentlich nur Zeit totschlagen, bis mein Chromat wieder voll ist. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, hier zu gewinnen. Oh. Wie ich ja manchmal gar nicht zum Angriff komme, ne? Na, warte, jetzt. Jetzt wieder ab. Bams. Mein Gott, wie geil ist die ganze Zeit, wie blöd auf uns losgeht, ne? So. Oh, Elise. Tut mir leid. Ich frage mich, ob die alle Fähigkeiten und Techniken ausgesetzt haben, die ich denen gegeben habe. Wenn ich denen zum Beispiel alle Fertigkeiten abgestellt hätte, hätten die ja noch gar keine eingesetzt. Das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Okay, die ist auch weg. Na, Gaius. Wir haben schon einen Epic Standoff gerade, aber egal. So. Zack. Wow. Das war knapp. Au. Ja, ich setze diesen Angriff mittlerweile öfter ein. So, jetzt bin ich mal echt gespannt. Was passiert, wenn wir den Kampf hier gewonnen haben? Voll hat Drawback zum ersten Teil ja, gegen Gaius und Musei. Freuden. Au. Weil ein L1 Angriff. Oh Mann. Hilfe. So, jetzt nur noch du und ich. Wie heilen. Ja! Stormwalls. Glaube ich. Oh Mann. So, was passiert jetzt? Wir haben alle getötet, nehme ich an. Und nun? Threw away everything from me. So, this was all in vain. Und wir sind wieder in den Credits. Okay. Ja. Muss ich mir jetzt alle nochmal angucken, ganz ehrlich. Ja. Wir haben alle getötet, um Iolus zu retten. Was macht die verdammte Katze immer, oder? Was ist die Aufgabe von Rolo? Ich verstehe das nicht.
Der war im letzten Kampf auch dabei, der war überall, der hat alles beobachtet. Ich verstehe nicht den Sinn von Rolo. Nur mal, um das zu erwähnen. Ah ja, das war auch ein heftiger Kampf, der war irgendwie fast so schwer wie der letzte Kampf. Der letzte Kampf war auch schwer. Muss ich auch in alles Teile einsetzen. Also im Moment habe ich jetzt gar keinen mehr, verdammt. Aber hier, mit den ganzen Umkehrpuppen, das hat auch geklappt. Aber das hätte ich nicht irgendwie im letzten Kampf oder so gebrauchen können, glaube ich. Also ein Einzelkampf, wo nur eine Person ist, 15 Mal wiederbeleben, das ist schon ein bisschen nützlicher. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich klappen würde. Ich dachte, ich würde viel öfter verrecken. Deswegen habe ich auch die Spirit Spice ausgerüstet, die mir eigentlich auch eine Wahrscheinlichkeit geben, mich wiederzubeleben. Und ja. Hat aber nicht so oft geklappt, nur ein oder zwei Mal, glaube ich. Aber ja, wir haben den Kampf geschafft, wir haben alle getötet. Ich kann es nur oft genug wiederholen. Wer weiß, vielleicht kommt jetzt irgendwie noch eine Cutscene oder so, in der wir herausfinden, was mit Julius und so passiert ist, was mit Ludger passiert ist. Ja, irgendwie muss der Teil jetzt weitergehen, ne? Was ist jetzt mit Beasley passiert und mit Elle und so? Können wir nicht eigentlich auch die Brücke von Beasley benutzen? Fällt mir gerade so ein. Ich meine, als wir Julius getötet haben, in der offiziellen Story, sag ich jetzt mal, da konnten ja auch alle da durchgehen. Warum können wir nicht also dann auch durch die Brücke gehen, die Beasley gemacht hat? Also Rideau. Verstehe ich nicht. Egal. Ja, aber Julius wird doch so oder so jetzt sterben, ne? Ludger und Rolo sind auch noch da. Beasley tut vielleicht oder vielleicht noch nicht die ganze Welt zerstören. Der wollte sich ja alle Splitterdimensionen wegwünschen, oder? Ja, der wollte sich noch mal anderes wünschen, ne? Weil El wollte sich das ja auch wünschen. Ja, ich bin schon mal gespannt. Ja, jetzt muss noch irgendeine Szene kommen oder so. Ich hoffe nur nicht, dass wir irgendwas jetzt freischalten, so wie Kostüme oder was weiß ich, irgendwie sowas, weil dann ist das richtig blöde. Also, dass ich irgendwie so einen Speicherstand irgendwie so erstellen kann. Also, sonst müsste ich ab diesem Punkt hier nochmal alles bis zum letzten Boss spielen. Mache ich nicht. Mache ich dann irgendwie im zweiten Durchlauf oder so. Meinem privaten Durchlauf. Weiter gesehen, was man bekommen hätte und so, und wer weiß, vielleicht mache ich da nochmal extra Spielstand, je nachdem, was passiert. Aber ich bin jetzt echt gespannt. Irgendwas muss doch jetzt noch passieren. Die können dann da jetzt nicht einfach so sagen, ja, Julius und Ludger, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Keine Ahnung. Also hoffe ich, dass noch irgendwas kommt, weil sonst bin ich verwirrt. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass die Credits jetzt gleich mal endlich zu Ende sind. Ich weiß gar nicht, das ist gar nicht das Lied vom Credit, ne? Ich werde den Part wahrscheinlich nach dem Endboss hochladen, weil, ja, warum soll ich den vorher hochladen? Ob man jetzt erst weiß, wie das Spiel offiziell ausgehen sollte oder wie es hätte ausgehen sollen, das ist ja vollkommen egal. Also ja, werde ich wahrscheinlich nach dem Endboss reinpacken, nach dem Finale. Damit wir sehen, was passiert wäre. Vor allem, dann wüsste ich auch gar nicht, wo ich einen Schnitt machen müsste. Also irgendwie kurz vorm Endboss und dann komme ich auf einmal hier mit dem auf einmal und dann kommt der Finalkampf aber auch. Naja, also ich werde jetzt nicht nochmal sagen, wie mir das Spiel gefallen hat und so, weil das habe ich schon alles gemacht und die Aufnahme war gerade kurz am Stottern. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Problem in der Aufnahme. Das ist doch ganz kurz stehen geblieben. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Platz auf meiner Festplatte, deswegen habe ich gerade nur so ein paar Rohaufnahmen gelöscht von, was weiß ich, vorletzten Aufnahme irgendwie sowas. Sonst hätte das nämlich gar nicht mehr gepasst, zum Glück habe ich dann nur nachgeguckt.
Hideo Baba, unser Gott. Habe ich gar nicht im letzten Credits gesagt, verdammt. So, 30 Minuten. Ich würde gerne wissen, was jetzt noch passiert. Muss noch irgendwas kommen. Irgendwas, bitte. Sonst stehe ich hier im Dunkeln. Ende. Einfach Ende oder was? Oh. Ja, nun, jetzt komme ich wahrscheinlich zum Hauptmenü. Blutbrüder, ja super. Komatosteuerung. Blutbrüder, Fallvariation und Ludger. Ich habe jetzt die gleichen Sachen. Du kannst deine Daten mit deiner Erfahrung, deine Objekte, Freundschaftsgarten und anderen erzielten Leistungen speichern, bevor du mit Judo sprichst. Was? Wenn du deine Daten nicht speichern willst, werden auch deine statistischen Werte nicht gespeichert. Du musst das Spiel starten, indem du früheren Speicherdaten lädst. Das heißt, ich speichere jetzt einfach mal hier so. Ich habe jetzt eigentlich nur verfrüht einige Sachen freigeschaltet, ne? Verdammt. Mal, da ist jetzt nichts mehr gekommen. Nein. Ja, jetzt einfach so. Jetzt komme ich wahrscheinlich wieder rein, ne? Stehe ich nicht. Was ist jetzt mit Julius und Dingens passiert? So, jetzt habe ich Dingens hier wieder, ne? Jetzt habe ich eigentlich nur die Farbvariation und den Titel bekommen. Glaube ich. Blutsbrüder, ne? Die Endstation beider Brüder, mögen sie in Frieden ruhen. Der beiden Brüder, mögen sie in Frieden ruhen. Ja, du hast den Komatosfähigkeiten durch reine Willenskraft weggesperrt. Okay. Okay, da ist mal ein Ende und das andere ist ein Ending, was ich irgendwie bekommen habe letztes Mal. Keine Ahnung. Jetzt könnte ich eigentlich theoretisch von hier weiterspielen, ne? Dann noch mal alles bis zum Endboss hier machen, aber darauf habe ich keine Lust. Das müsste ich nochmal mein ganzes Geld und so zurückzahlen und so. Hello, hello. You rang. Ist eigentlich nicht so viel, aber trotzdem. Ja, auf den einen Titel, meine Güte. Okay. Aber was ist mit den beiden dann passiert? Die beiden sind gestorben, oder was? Endstation der beiden Brüder, mögen sie in Frieden ruhen. Okay. Also von Victor habe ich jetzt aber nicht bekommen, das Kostüm. Ne? Ich habe jetzt nur die Farbvariation bekommen. Also ich habe auch Victors Kostüm nach dem Endkampf bekommen und ja. Irgendwie habe ich das aber hier nicht bekommen. Nur die Farbvariation. Verdammt. Hier. Die richtig komisch aussehen. Sieht ein bisschen aus wie Julius da, ne? Ne, irgendwie nicht. Nur halt weiß. Hat ja eigentlich eher irgendwie zu Victor gepasst. Der hat ja auch irgendwie... Ja, ne? Mein Gott, ich bin auch bescheuert. Warte mal. Warte mal, Victor hat doch auch alle getötet, ne? Warte mal, so hat jetzt heißen, wir haben jetzt das gemacht, was Victor auch gemacht hat. Boah, warte mal, ich hab vorhin Geistesblitz jetzt, ey. Wir haben jetzt auch alle getötet, so wie Victor es getan hat. Bedeutet das jetzt, dass der Victor den L kennt, dass das jetzt dieser Ludger hier ist? Da war ja voll am Mindfuck. Warte mal, dann heißt das, wir sind hier gerade in einer Splitterdimension und der Victor, den wir kennen, ist ja auch eine in der Splitterdimension und diese Taten hier haben diese Splitterdimension irgendwie erschaffen. Ja, wäre voll geil irgendwie. Ja, ne? Er wird sogar passen, weil Dingens vor 8 Jahren oder so, das würde ja hinkommen dann eigentlich. Und das ist ja hier in der Nähe eines Sees und die wurden ja in diesen Epsilon-See da gefunden, alle. Und ich habe mir auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein Let's Play oder so geguckt von jemandem, der auch gerade irgendwie gerade gegen Victor gekämpft hat und da hat er auch irgendwie gesagt, der hat seinen
seinen Bruder und seinen Vater getötet, um diese Kraft zu bekommen. Der konnte sich ja auch irgendwie viel besser verwandeln. Aber der hat doch nicht Julius getötet. Also wir haben doch nicht Julius getötet. Und wo kommt denn dann die L her? Ich hab keine Ahnung, was weiß ich. Oder die Theorie ist ja voll geil. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der hat entdeckt, aber ich fand das jetzt irgendwie geil, wie ich dazu entdeckt habe. Für mich. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns dann nicht mit diesem Spielstand, sondern in dem Spielstand, wo ich schon den letzten Boss erledigt habe wieder. Und gucken wir mal, was wir da dann noch alles so weitermachen. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.